Hier zum Beispiel ein Hadith von Buraida al-Aslami. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hörte einen Mann ein Bittgebet sprechen. Er sagte, Allahumma inni as'aluka bi'annaka Allah, bi'annaka anta Allah. O Allah, ich bitte dich deshalb oder in dem Sinne, dass du Allah bist. Al-Ahadu Samad, der Einzige, Al-Samad, der Unabhängige, der Unabhängige. Ich bitte dich darum, oder in dem Sinne, dass du Allah bist, der Al-Ahad, Al-Samad, Al-Ladhi Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad, der weder geboren ist, noch gebärt, und dem nichts ebenbürtig ist, dem nichts gleich ist. Und daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لقد دعا الله باسمه الأعظم. Dieser Mann hat Allah mit seinem gewaltigsten, mit dem gewaltigsten und herrlichsten Namen angerufen. Dann beschrieb er diesen Namen. Er sagte, الذي إذا سئل به أعطى. Wenn er durch diesen Namen gefragt wird, gibt er. وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابْ. Und wenn er in diesem Namen gefragt wird oder aufgerufen wird, erwidert er, beantwortet er. Das ist ein Hadith, in dem die Rede von einem Al-Ism al-A'zam ist. Übrigens, in dem Hadith entnehmen wir einen weiteren Nutzen. Er sagt hier, dass es im Dua zwei Sachen gibt. Oder die Bitte, ich übersetze mal im Deutschen als die Bitte. Ein Bittgebet ist entweder ein Sual, er sagt, إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى, wenn er dadurch gefragt wird, damit mit diesem Namen gefragt wird, gibt er. Und dann gibt es noch etwas, وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابْ, und wenn er damit gebeten wird oder gefragt wird, ich übersetze auch so, erwidert er die Bitte, beantwortet er sie. Also es gibt einen Unterschied zwischen dem Sual und dem Dua. Auch im Koran sagt Allah Ta'ala, er sagt, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, فَإِنِّي قَرِيب, so bin ich nah. Und jetzt kommt hier die Sache, die ich erwähnen möchte. So bin ich nah, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان, ich beantworte, erhöre das Dua der Bittenden. Hier sind also zwei Sachen. Nummer eins, wenn ihr im Koran kommt, dieser Ausdruck oft vor, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, und sie fragen dich über die Menstruation, قُلْ, sprich, sprich, Muhammad. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ, und sie fragen dich über die Mondphasen, die verschiedenen Mondphasen. Sprich, sie sind Zeitgebungen für die Menschen. Auch wieder hier, قُلْ, sprich, Muhammad. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ, und sie fragen dich über den Alkohol und über das Glücksspiel. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ, darin ist große Sünde und Nutzen. Aber die Sünde ist größer. Du siehst viele Stellen im Koran, wo dieser Ausdruck kommt. Und sie fragen dich, sag Muhammad. Aber an dieser Stelle, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, hier ist die Frage nicht nach einer Gesetzgebung. Hier ist die Frage nicht nach einer Gesetzgebung, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Vermittler ist. Hier ist die Frage direkt um das Wesen Allah Ta'alas. Und deswegen ist in der Antwort auch das Qul nicht mehr da. Sprich, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, normalerweise würde ich jetzt erwarten, Qul, sprich, Muhammad, er ist seinen Dienern nah. Aber hier wurde das Qul weggelassen. Und es wird nicht mehr aus der dritten Perspektive gesprochen. In allen anderen Stellen wurde meistens dann aus der dritten Perspektive gesprochen. Aber hier kommt es dann zur ersten Perspektive, zur ersten Person. Fa inni qarib, ich bin nah. Ich bin nah. Und ohne das Qul.
Das ist etwas Beachtenswertes. Was ich aber hier sagen möchte jetzt, hier sagt Allah Ta'ala, ich erhöre die und erwidere die Bitten, die Bittgebete. Dein Bittgebet zu erwidern ist etwas anderes als das Gefragte zu geben. Die Erwiderung ist allgemeiner als das Gefragte oder das, was er halt bittet, direkt zu geben. Die Erwiderung ist allgemeiner. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Hadith, der bei im Musnad von Ahmed überliefert wird, Abu Sa'id al-Khudri, er sagte, ma min muslimin yad'u Allah. Ma min muslim yad'u Allah. Es gibt keinen Muslim, der Allah aufruft. Yad'u Allah, das Dua macht. La yad'u bi ithmin wa la qati'ati rahim. Der Allah nicht um eine Sünde bittet, oder um eine Sache, die sündbar ist, noch darum, seine Familienbande zu trennen. Dann sagt er, Ajabahullahu bi ihda thalath. Mit eines von drei Dingen erwidert Allah seine Bitte. Erwidert er seine Bitte mit einem von drei Dingen. Entweder er gibt ihm das, was er gebeten hat, also schon vorzeitig, oder er hebt ihm das auf für einen späteren Zeitpunkt. أو يدخره له أو يصرف عنه من السوء مثله oder er wendet von ihm ein Übel ab, das diesem entspricht, also dem Erbetenen, was er erbeten hat. Daran sehen wir auch wieder, dass das Erhören eines Dua allgemeiner ist als das Geben, also das, was im ersten Hadith kam, إذا سئل به أعطى, das Erbetenes zu geben.